Herzlich willkommen zu meinem 17. Video zur Reihe Scratch Kara Aufgabenstellungen. Betrachten wir die Welt. Hier steht Kara und er soll um diese Baumstämme herum, Baumstümpfe herumlaufen und dann hier bei diesem Kleeblatt dann stehen bleiben. Er soll es auch machen, wenn es hier zum Beispiel zwei Bäume nebeneinander dann letztlich stehen. Schauen wir uns dann an, wie das live praktisch ausschaut. Kara läuft los, läuft dann um diese Bäume herum, erkennt dann auch selbstständig, ob das zwei Bäume sind letztlich oder mehrere, und bleibt hier dann beim Kleeblatt dann letztlich stehen. Schauen wir uns das Programm dazu an. Es ist hier eine große Main-Routine, weil, also Main-Prozedur, ist eine While-Schleife, solange eben Kara nicht auf diesem Kleeblatt steht, while not on leave, macht er das, was hier hinten steht. Hier eine große If-Else-Abfrage, ein If-Else-Block. Wenn eben ein Baum vor ihm ist, dann soll er sich nach links drehen, geradeaus weitergehen, nach rechts rennen und wieder geradeaus weitergehen. Und solange eben rechts sich ein Baum vor ihm befindet, das wäre hier zum Beispiel ein Fall, soll er sich nicht einfach nach rechts und wieder runtergehen, das gibt es eine Fehlermeldung, sondern eben solange sich ein Baum rechts ihm befindet, soll er hier weitergehen. Dann kommt eben hier zu diesem Fall, dass sich eben rechts von ihm kein Baum mehr befindet, dann soll er sich eben dann nach rechts drehen, einen Schritt weiter gehen, wieder nach links. Und wenn sich eben kein Baum hier, if tree front, also wenn sich kein Baum vor ihm befindet, dann wie hier zum Beispiel, soll er aber für sich dann einfach einen Schritt dann weitergehen. Bemerkenswert in diesem Programm ist vielleicht hier dieses while, tree right, das heißt, solange er hier eben einen Baum für sich, Baumstümpfe hier rechts von sich sieht, soll er dann dementsprechend weitergehen. Wenn man schauen wollte, dass er das auch von der anderen Seite her schaffen würde, ja, also hier arbeiten wollte, müsste man dann hier das ergänzen mit while tree left zum Beispiel.